Hallo, Dennis Kochstudio. Hier sind meine Zutaten für meine Würzburger Rieslingsuppe. Ich brauche also ein bisschen Sahne. Ich habe eine leichte Creme, die hat nur 7% Fett, im Gegensatz zu 30% Sahne. Reicht aber vollkommen aus für die Suppe. Ein bisschen Lauch, Zwiebel, Sellerie, Schnittlauch, nachher als Deko, Gemüsebrühe, Butter, Salz, Pfeffer. Und natürlich den Riesling, wobei ich jetzt echt sagen muss, ist ja Fauxpas. Ich habe einen Riesling von der Mosel. Ups. Okay, aber es ist Riesling.